Susan Smithers, kommt sie bitte? Ja, Professor, Professor, Dr. Robertson. Geht doch, warum nicht gleich so? Aber sie trödeln trotzdem ziemlich. Wie meine Oma. Nun kommen sie doch endlich. Stellen Sie das Kai ganz vorsichtig ab. Vorsichtig, vorsichtig. Ich sagte vorsichtig. Und was ist das? Eine offene Tür geht überhaupt nicht. Susan, sofort zumachen. Ja, Professor, Professor, Dr. Robertson. Warum nicht gleich so? So, und was ist jetzt an der Reihe? Wie wär's mit aufbauen? So, Sie gehen jetzt hier ran und Sie gehen dahin. Und jetzt wird das ganze Ding vorsichtig aufgerichtet. Vorsichtig, meine Güte. Ah, was ist an dem Wort vorsichtig so nicht zu verstehen? Hm? Nix, also. Sie nehmen jetzt das Teil und schieben es bitte wieder hin. Vorsichtig, jawohl, vorsichtig, ein Stück, das ist zu weit, ein Stück zurück. Noch ein Stück, das ist zu weit, jetzt wieder ein Stück nach vorne. Noch ein Stück, das ist zu weit, ein Stück, Kind. Muss man denn ja alles alleine machen? Na, ein Stück vor, ein Stück, ah, perfekt. Finger weg, das ist gut. So, wenn Sie es jetzt gesagt, das ist gut, Sie gehen jetzt an Ihren Arbeitsplatz. Bitte. Meine Güte, so schwer. So, was ist jetzt an der Reihe? Da können Sie überhaupt nichts? Was in einem Karton drin ist, muss ja auch rausgeholt werden. Also packen wir das ganze Teil jetzt aus. So, bitteschön. Und was brauchen wir noch? Das Spektrumlicht, dass der Roboter überhaupt starten kann. Wow, Dr. Smith, das war richtig. Sehr gut. Danke, Professor, Professor, Doktor, Doktor. Na und? Oh, oh. Wow. Mann, Smith, Sie können ja doch was. So, Smith, was tun Sie denn neben Arbeitsplatz? Sehr gut. Jetzt müssen Sie den Roboter ganz vorsichtig rausholen. Vorsichtig? Ja, sehr gut. Perfekt. Susan, Sie gehen bitte aus meinem Blickfeld. Smith und ich müssen arbeiten. Smith, Sie können hier... Smith, das Ding weiß nicht. Kommen Sie. Stellen Sie sich dahin. Sehr gut. Passen Sie auf, ich werde Ihnen jetzt einige Zahlen kurz nennen, die geben Sie ein und einige Sachen werden Sie überprüfen. Verstanden? Verstanden. Sehr gut. Dann lassen Sie uns mal anfangen. Name, GT. Dash, 18. 19. Zero. Address, 16. Dash, C4. Dash E7. Mensch, Kind. Dash 58. Dash 98. Dash 62. Type Robot X7G. Ja. Firewall Version OX. 100. Product ID OX8215. LMP version 4OX4. Requires authentication. Requires authentication? No. LMP Authentication? Yes. Mann, das Ding funktioniert ja richtig klasse. Besser als die Teile aus München. So muss das sein. So, sehr gut. Jetzt haben wir alle technischen Maßnahmen überprüft. Und, damit das ganze Ding am Läuft, brauchen wir die Bremsstäbe. Sehr gut. Okay. Smithers, grün auf grün. Rot auf rot. Und gelb auf gelb. Mensch, die sind ja doch zu was gebrochen. Sehr gut, das haben sie sehr gut gemacht. So, und einige hochintelligente Professoren aus München, meiner Lieblingsheimatstadt, und auch, so wie ich, hochintelligent, haben sich mal gedacht, Mensch, dieser Roboter soll ja nicht nur Toiletten putzen können, er soll ja auch zu unserer Belustigung beitragen. Und deswegen haben sich diese hochintelligenten Professoren, so wie ich, etwas einfallen lassen. Sie haben diesem Roboter einen Mikro-Musik-Chip implantiert. Ja? Und den wollen wir jetzt mal ausprobieren. Nein, der kann nicht tanzen, der kann nur einige Moves machen. Ah. Aber das Hochintelligente an diesem Roboter ist, er macht die Moves zu Menschen echt wie möglich. Tja, besser als die Software.
Bundeswehr aus Hamburg ist Münchner Qualität. Denn Sie das sagen, Sie haben recht. Ich habe immer recht, mir wird davon abgesehen. Okay. Sehen Sie, Detail genau wie ein Lenz. Aber so langsam sollte... Ah, sehen Sie? Perfekt. Ein automatischer Ausschalter. Ganz genau. Sehen Sie? Und er macht nicht einen Mucks mehr. Perfekt. So, ich glaube, unsere Arbeit wäre jetzt hier getan. Lassen Sie uns mal eine Pause einlegen. In der Kantine soll es heute was Gutes geben. Ja, kommen Sie mit. Smithers? Smithers, die wollen doch wohl nicht ernsthaft auf der Toilette einen Apfel essen. Entschuldigung, Professor, Dr. Robertson. Ja, aber auch wenn es in der Kantine oft nicht schmeckt, muss man ja nicht auf der Toilette einen Apfel essen. Professor.